Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine der 100 Nebenquests, die ich jetzt erstmal angenommen habe. Und ich glaube, am besten ist es sogar die, die wir hier am nächsten haben. Die habe ich noch gar nicht angenommen, oder? In Stein gemeißelt. Ah, jetzt höre ich auch die Schritte. Vorsicht beim Einpacken. Jetzt höre ich auch die Stimmen. Ihr könnt ja mal sagen, wie es bei euch tontechnisch ist. Dann, ja, kann ich dann noch mal was anpassen. Aber gut, klar, gerade ist es halt einfach leise. Ein Stein gemeißelt. Was war das denn noch mal hier? Auftragsziel in der Nähe? Ist aber nicht hier oben. Wird mir auch nicht angezeigt, in Stein gemeißelt. Bin ich blind? Das hier, eine ehrliche Haut. Ich habe einfach zu viele Quests angenommen. Ich habe zu viele Quests angenommen. Okay, dann mache ich lieber der Reihenfolge nach. Auge um Auge. Dann arbeiten wir das nämlich hier ab. Schnellreise zum lieben Götz. Den kennen wir ja auch noch. Den Götz kennen wir ja noch. Soll man Schritte hören? Ja, ich laufe mal ein bisschen. Hört ihr Schritte? Sonst muss ich es lauter machen. Götz zu finden sollte Oder nicht schwierig Stimmen. sein. Er spricht ja auch. Die Männer von der Stadtwache sind ja schon ein Hörst du denn die Stimmen nicht? Aber die Herren von der Kaufmannszunft sind Ich höre leise Schritte und Stimmen. Dann mache ich es noch lauter. Irgendwie ist es total leise gewesen. Ich weiß nicht warum. So, so besser. eine Katastrophe. Jetzt reden die hier auch. Die Banditen sind weg, aber sieh dir an, wie das hier Ich aussieht. glaube, das ist Es besser, wird ne? ewig Ja. dauern, bis das alles wieder Dann repariert hat ist. OBS das Das automatisch kriegen wir schon hin. runtergeschaltet. Wenn wir alle mit anpacken, erstrahlt Dalimil bald wieder die alte Merkwürdig. Glanz. Dankeschön. Okay, wir gehen jetzt mal zu Götz und vielleicht gibt es dann einen Kampf, wo wir heraushören können, ob der Ton zu laut ist jetzt. Kann ja auch immer passieren. Oh, dieses helle Rosa hier, ey. So, Götzi, was ist Könnte los? sein, dass ich mehr weiß. Das Was kann ist immer es nur sein. wert? Mal, jeder weiß unterschiedlich viel. Ich habe 100 Gil und eine Chocobo-Feder. Der arme Götz. Clive, hör mal. Ich habe einen gefunden, der mehr über die Gerüchte weiß. Ach! Wirklich? Ja, im Moment, es Los, dämmert mich wieder. sag ihm, was du mir erzählt hast. Also Ach jo, die kurz. Gerüchte Wie von der gesagt, ein Verkäuferin. Ah, runzliges altes Weib ja. namens Charon verkauft Stahl Genau. an jeden, der ihren Preis zahlt. Ich erinnere Egal mich. ob Ritter Da oder war was. Knappe. Okay. Sie sagt, je Die mehr Quest. Schwerter und Speere sie den Leuten verkauft, desto mehr Kriege führen sie. Und je mehr Kriege geführt werden, desto mehr Schwerter und Speere werden gebraucht. Und an wen wenden sie sich, wenn sie mehr Stahl brauchen? An die gute Sensenfrau selbst. Und du hast die Sensenfrau selbst bei der Arbeit gesehen? Ja, zufällig habe ich das. Meistens verrichtet sie genau hier ihre Arbeit. Hier in Dalimir. Wo genau? Sie hat einen Stand auf dem Markt, wenn sie nicht direkt in ihrem Lagerhaus am Rande der Stadt verkauft. Aber in die Höhle der Löwin wage ich mich mit Sicherheit nicht. Nun, Reisender, bist du mutig genug? Wir sind Wenn das mutig. alles ist, ich muss nun weiter. Aber ich Ich versuche werde dich erstmal einen aufhalten. Kampf zu triggern. Mal gucken, ob es in ihre Richtung Die ist. Tante ist nicht diese Sensenfrau, oder? Nur wenn sie das Geheimnis entschlüsselt hat, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Zwei Orte? Charon hat das Versteck seit Wochen nicht verlassen. Wer also betreibt dann diesen mysteriösen Stand? Gute Frage. Ich gehe und sehe nach. Vielleicht eine Gut, dass ich im Cosplayerin, Lagerhaus die einen Besuch Charon habe. cosplayt. Das Ist kann ja auch gut, sein. aber sei bloß vorsichtig. Du auch, Götz. Boah, wie rosa wir Salz sind. Das schimmert so krass, ey. Das schimmert so krass. So, wo waren denn jetzt hier die Gegner? Damit ich mal eben. Ach, Jill ist ja auch wieder da. Damit wir mal eben einen kurzen Gegner haben, um den Sound zu triggern.
damit wir da die Einstellungen jetzt auch gleich haben. Wo waren denn hier Gegner? Immer dann, wenn man sie braucht, sind die nämlich nicht da. Aber ich meine, die waren hier irgendwo auf dem Weg. Oder ich habe sie alle schon weggesenzt hier. Da, okay, warte. So, wir kämpfen mal. Bla bla bla, es ist ein Wildhund und es ist sehr laut für mich. Ich meine, der Kampfsound ist hier immer laut, ne? Es ist einfach immer actionreich und laut und schon sind sie tot. Moment, ich muss Kopfhörer anziehen. Oh. Verdammt. Das Spiel hat sich wohl im Ton vergriffen. Ja, das muss man ein bisschen ruhiger machen. Wie war es für euch, die zugehört haben? Du bist lauter als der Kampf bei mir. Aber das ist ja gut, dass man mich zumindest noch hört, wenn ich kämpfe. Oder? Das ist doch eigentlich ein Vorteil. Da sind nochmal Hunde. Ich teste nochmal, ob das so passt. Kampi, Kampi, Kampi. Bum, bum, bum. Schmetter, Zerstörung, Blut, Verderben. Bäm. Puff, puff. Piu, piu, piu. Und ich hoffe, dass das mit dem Sound jetzt so in Ordnung ist. War das gut? Habe ich das gut gemacht? Das ist im Normalfall was Gutes. Ja, okay, ja, sehr gut. Dann ist es auch hoffentlich jetzt so. Bitte fein und danke sehr. Danke fein und bitte sehr. So, Auge um Auge. Wo war denn das jetzt hier? Ach guck mal, bin ich sogar komplett in die falsche Richtung gelaufen. Dann heißt das für uns, wir müssen... Ich teleportiere mich jetzt einfach hier hin. Und dann gehen wir geradeaus durch das Wüstentor und nach rechts. Mein Orientierungssinn ist nicht der beste, aber ich kann Karte lesen. Das kriege ich hin. So. Aber komisch, hier ist es nicht so krass rosa. Es sei denn, bewegen sich die Wolken. Oh ja. Die Wolken bewegen sich. Wow. Jetzt ist es sehr dunkel geworden. Hier scheint zwar so ein bisschen rosa durch. Ich bin doch richtig hier, ne? Ja, wir müssen nach rechts. Ja, ich denke, wir werden heute im Stream die ganzen Nebenquests abarbeiten. Sind ja doch einige. Und alle so querbeet. Nur du, was? Ich habe wohl etwas zu sehr übertrieben. Die Geschichte war nicht gerade überzeugend. Und? Was jetzt? Das liegt an dir. Entweder kannst du langsam sterben. Oder schnell. Männer, er gehört euch. Aber das Schwert ist meins. Ich habe es jetzt nochmal ein Müh lauter gemacht wieder, der Sound. Ein Müh. Verschwindet und ich drück nochmal ein Auge zu. Ah, ich muss das timen hier wieder richtig. Das Timen wieder lernen. Perfekt, perfekt. Sehr gut. Danke, Schnutzi. Warte, warte. Und jetzt einmal... Oh, das ist praktisch, wenn die alle in einer Reihe stehen. Und dann dieser... harte Schlag kommt, dass man die alle auf einmal trifft. Das ist sehr praktisch. Wer hat Vita gemacht? Moment, wo ist hier der Heiler? Hä? Wo kam denn Vita her? Schläger? Das ist kein Magier. Schläger, sondern Schläger hier. Hä? Ich hab geguckt. Ja.
Meine Güte, bis man den mal weggesäbelt hat hier mit der Attacke. Oh, der ist von alleine in Flammen aufgegangen. Perfekt. Sehr gut. So. Okay, wer ist hier der Übeltäter mit Charon? Nun hast du's geschafft. Ja. Was habe ich geschafft? Wenn Borgin von dem Blutbad hier erfährt, bringt er dich eigenhändig um. Er wollte nur diesen Ochsen von einem Diener. Den Trottel, der immer Charon nachläuft. Du warst gar nicht eingeplant. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Bist du? Wo kommst du denn her? Was habt ihr mit ihm vor? Was machst du hier? Borgin wollte über ihn an Charon ran. Ich sollte den Klotz nur in die richtige Richtung schicken, wenn er nach Dalimil kommt. Und dann musstest du auftauchen. Nun mach schon. Wenn du mich töten willst, töte mich. Du bist die Mühe nicht wert. Nee. Also verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Du verdammter Feigling! Einfach so geil, wenn man... Und zwar schnell. Wenn man jemandem eine Chance zur Flucht gibt und der einen dabei dann noch beleidigt. Statt zu sagen, so, ey, danke, dass du mich gehen lässt. Nee, einfach nochmal beleidigen und dann abhauen. Toll. Guter Plan. Nimm deine dreckigen Griffel von mir, du pummeliger Trottel. Boah. Ich bin nicht pummelig. Nee, nein. Und hör auf, gemeine Lügen über Tante zu verbreiten. Nun, da muss ich dich enttäuschen. Hallöchen, Ataxa. Hallo, schön, dass du reinschaust. Das sind keine Lügen. Jedes einzelne Wort ist wahr. Und deshalb wird Charon für ihre Verbrechen bluten. Bluten? Götz, alles in Ordnung? Er will Tante töten. Er sagt, dass sie bluten muss. Nach ihren Taten verdient sie den Tod. Sie hat mein Leben und das unzähliger anderer ruiniert. Die Existenz dieser abscheulichen Harpyie ist eine Schande und ich bereite ihr ein Ende. Götz, nicht wahr? Ich habe keinen Streit mit dir. Nur mit deiner Tante. Aber sprechen wir von derselben ich Tante? Ich werde dir kein Haar krümmen. Nein! Und da verwechselt er Charon nicht doch ein bisschen. Egal, was sie getan hat, ihr wirst du nichts antun. Das musst du versprechen, sonst... sonst werde ich dich umbringen! Götz, nein! Nicht drohen! Schluss alle miteinander! Ach! Charon! Woher wusstest du? Ha! Ihr seid lange nicht so gewitzt, wie ihr glaubt, ihr zwei. Habt ihr gedacht, ich würde nicht merken, wie ihr euch davon stellt? Da habe ich überlegt, wer in Dalimil mir was nachtragen könnte. Und mir fiel eine wehleidige Rotznase ein, mit der ich mich früher mal angelegt hatte. Ist lange her, Borgin. Sehr lange. Ich dachte, die Jahre hätten dich zur Vernunft gebracht. Aber nein, du bist derselbe Hosenscheißer wie damals. Ich mag die Sprüche hier in dem Spiel, ne? Wie haben wir dich genannt? Stinkebein. Du. Was? Diese Beleidigungen. Alles, was geschah. Es war alles deine Schuld. Jetzt zahlst du für das, was du mir angetan hast. Götz, du. Wenn du Tante wehtun willst, musst du erst an mir vorbei. Dreck! Du einfältiger Riese! Die sind sich einfach nur gegenseitig am Dissen und am Beleidigen. Stinkebein! Das ist Spiel! Also, die Sprüche in Witcher 3 sind auch so. Ja, Witcher 3 ist sowieso ganz große Liebe. Ich habe Witcher 3 so gern gespielt. Weise Worte. Und nun, die Händler-NPC sind alle frech. Pure Frechheit alle hier. Zeigt das doch, was die hier machen.
Der arme Synchronsprecher. Lebt der noch? Hat etwas länger gedauert. Ist er... tot? Nein. Doch, das wäre er sicher gern. Ist nicht so leicht, mit einem Auge weniger zu leben. Ich muss es ja wissen. Wie meinst du das? Oh, sag bloß, das ist dir nie aufgefallen. Vor langer Zeit habe ich eins wegen dem alten Stinkebein verloren. Er hat behauptet, ich hätte ihn bestohlen. Ich hatte nichts dergleichen getan, aber das hielt ihn nicht von seiner kleinen Rache ab. Also habe ich dafür gesorgt, dass er alles verlor. Sein Geld. Die ist echt badass. Mit der, also die will ich nicht zum Feind. Dass er das noch einzahlen will. Doch mit dem armen Götz hat er eine Grenze überschritten. Hat er dir etwas getan? Nein, Tante. Alle Arme noch dran. Schau, Beine auch. Aber was, wenn er wiederkommt? Soll er doch. Dann hole ich mir sein anderes Auge und arbeite mich runter. Er wird seine Lektion schon noch lernen. Wobei ich glaube, dass das alte Stinkebein sie schon gelernt hat. Gut, bringen wir euch zurück ins Versteck. Ihr habt schon genug Aufmerksamkeit erregt. Los, Klaas. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich laufe nur durch die Gegend. Du machst die, holst die Augen raus, ey. Wow. Also mit der will ich mich nicht anlegen. Auf gar keinen Fall. Beleidigungen wie bei Ninja Turtles oder Gummibärenbande, deren Bösewichter. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Die sind überall. Nee. Die sind immer dort, wo du sie brauchst. Oh Gott, das ist lange her. Das ist sehr lange her. Ganz lange her. Wie alt war ich da? 4? Aber es ist generell lustig, dass man die Intros von den Serien früher immer noch im Kopf hat. Hm, okay, was haben wir hier? In Stein gemeißelt verstehe ich noch nicht ganz, wie ich die Quest da zu verstehen habe. Marthas Rast, genau, da müsste man noch was machen. Weil es ist einfach überall. Überall ist hier irgendwas los. Ich bringe mal erstmal die Quest mal eben weg, die wir jetzt gerade mit Charon hatten. Damit wir die Quest hier abschließen können. Dann kann ich den anderen Quests nämlich besser folgen. Nichts verdirbt den Magen so gut wie eine Portion kalte. Oh, a penny. You know what they say. A penny a day keeps the luck in the day. Put your hands in the air. This is a robbery. Alright, let's see what we got. Oh, a penny. Hallo Angelina, einen wunderschönen guten Abend. Entschuldige, Tante. Ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Dabei wollte ich dich doch nur beschützen. So wie du mich beschützt. Ja. Was blieb mir übrig? Sollte ich zusehen, wie deine Eltern dich zu Tode prügeln? Oh Gott, der Arme. Wir wären wohl beide schlechter dran, wenn ich es nicht getan hätte. Du warst immer mein rechtes Auge, Götz. Und das soll auch ich glaube, die beiden sind ein super Team. Also wage es ja nicht, dich nochmal in Gefahr zu auch wenn man ihn so ein bisschen dümmlich gemacht hat im Spiel. Wenn ich dich beschützen kann, tue ich es wieder und die sind wieder, ein super Team. Auch wenn du meckerst. Ja. Du bist ein Dickkopf. Schön. Spiel den Helden, wenn's dich glücklich macht. Danke, Tante. Ich werde dich stolz machen. Ach. Sehr schön. Er würde einfach alles für dich tun. Das mag ja sein. Aber wenn er je auf eigenen Füßen stehen will, muss er sich auch ein bisschen von dir abkapseln. Auch auf sich selbst aufzupassen. Ja. Bis dahin muss ihm jemand den Rücken frei halten. So wie du in Dalimil. Glaub mir, ich weiß das zu schätzen. Natürlich. Er ist Familie. Hör auf. Du machst mein gutes Auge trübe. Und glaub nicht, dass du eine Extrawurst bekommst. Nicht? Ein Trank kostet dich heute so viel wie gestern. Schade, kein Rabatt, das wäre cool gewesen. Aber wir haben ja noch genug Tränke, meine ich.
Ich habe die ganze Zeit immer noch Katzenhaare in meiner Nase. Weil Freya sich da gerade geputzt hat, ey. Ich merke das richtig, Mann. Okay. Ich suche mal den Diener auf Reisen. Wo auch immer der ist. Der reisende Diener. Ist der hier? Oh Gott. Sorry, ich habe mich verklickt. Nochmal. Ja, perfekt. Das heißt, ich gehe mal zum Marthas Rast. Damit wir die Quests mal nach und nach abarbeiten. Genau, Rutherford in Marthas Rast. Hier dürfen wir den einmal antreffen. So. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Das Schicksal will mich aus meinem Gasthaus vertreiben. Da muss es sich aber viel mehr Mühe geben. Wo mag der sein, der Rutherford? Würzmarkt? Ist das hier Rutherford? Nee. Hast du das Neueste aus Sichasia gehört? Nee. Dass die Kaiserin das Zeitliche gesegnet hat. Oh ja, doch. Hä? Ich meine, das muss ja irgendwie so ein besonderer Charakter sein, ne? Ach, hier oben. Da ist er ja. Okay, das ist offensichtlich. Hallo. Ihr seid gekommen. Mein Brief hat euch also erreicht. Ich bin Sebastian Rutherford, Haushofmeister des Anwesens eures Onkels. Ich weiß. Wir sind uns schon begegnet. Ja, Milord. Danke für euer Kommen. Was ist denn so geheim, dass ihr es nicht aufschreiben konntet? Verzeiht vielmals, Milord. Ich wollte euch keine Umstände machen, sondern lediglich... Schon gut. Fahrt fort. Ich bin hier in Marthas Rast auf Geheiß eures Herrn Onkels. Mit dem Auftrag, mich über die aktuelle Lage der Welt zu informieren. Was ist nicht gut, die aktuelle Lage der Welt. Kann ich sagen, ist nicht gut. Der Fall der Mutterkristalle hat ganz Sturm in völlig. Sowohl im Spiel als auch in echt. Die darauffolgende Verfinsterung des Himmels hat die Dinge weiter verschlimmert. Angriffe durch Akasische geschehen nun fast täglich. Die Mühlen der Politik sind zum Stillstand gekommen. Und ohne eine ruhige Hand am Ruder droht die ganze Welt vollends ins Chaos abzugleiten. Euer Herr Onkel jedoch glaubt, dass dieses Schicksal vermieden werden kann. Und möchte alles in seiner Macht Stehende dafür tun. Das klingt nach einem großen Unterfangen. Ganz recht. Deshalb habe ich die Unterstützung meiner Kollegen erbeten, die den sieben hohen Häusern dienen. Jedoch... Jedoch? Ich habe bereits den Kontakt zu zweien von ihnen verloren. Sind die schon tot? Beide sind kräftig und im Schwertkampf ausgebildet. Aber in diesen dunklen Zeiten mag selbst das nicht ausreichen, um sicher durch die Lande reisen zu können. Ihr wollt also, dass ich sie finde. Wohin waren sie unterwegs? Der eine sollte die Republik erkunden, der andere die ehemalige kaiserliche Hauptstadt Oriflam. Das grenzt es nicht gerade ein. Am besten arbeite ich mich von Dalimil nach Osten vor. So verstreute Vielen Quests, Dank, ey. Lord. Ich werde für eure Sicherheit beten. Ja, das hilft mir bestimmt. Das hilft mir.